Ja, ihr Lieben, wir werden jetzt mal in die Stadt fahren. Wir werden das Geld jetzt einfach dafür ausgeben. Kann ich auch irgendwie mal hier an das Ding dran? So, wir werden das dran in die Stadt fahren. Wir müssen sowieso mal tanken. Das Auto ist bestimmt leer. Oh nein. Wir machen jetzt Benzin. Zement. Wir machen jetzt einfach den Brunnen mal ganz schnell. Wir müssen unbedingt Wasser holen. Ich glaube, unsere Tiere sterben jetzt langsam. Ach Mann. Ach Mann. Ja. Mist. Die anderen sterben jetzt bestimmt. Ach nein, das Baby ist auch gestorben. Ach Mann. Das ist auch tot. Mist. Großer Mist. Großer Mist. Großer, riesengroßer Mist. Verdammt. Ja gut, dann wissen wir wohl schon mal, wir müssen was. Ah, das ist echt, wir haben kein Wasser. Bevor jetzt mir auch noch die ganzen Pflanzen kaputt gehen, sind mir meine zwei Tiere hier kaputt gegangen. Ach, jetzt darf ich nur nicht hoffen, dass der Hahn kaputt geht. Schnell jetzt. Oh Gott, wir haben noch den Benzintank hier. Den können wir übrigens auch mal. Wir müssen auch tanken gehen. Oh Mann, Leute, das ist. Okay, ich glaube, wir haben Sommer. Wir können, glaube ich, gar nicht gerade tanken gehen. Wenn ich tanken gehen, auf Wasser hoffen, auf Regen. Also. Mega, mega ärgerlich, Leute. Mega ärgerlich. Ich wollte eigentlich mit euch heute jagen gehen. Super ärgerlich. Ich glaube, wir werden den Hahn auch nicht retten können. Och nein, komm. Ach Mann, jetzt fährt er auch nicht. Ja, gut, komm. Los, 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 los. Dreh doch nach rechts. Mann, du Schrottfahrzeug. Komm schon, wir haben keine Zeit. Brems. Können wir den Mist hier auch mit drauf tun? Können wir den auch verkaufen? Komm schon. Verdammt, verdammt, verdammt. Kann ich das verkaufen? Mann, kaufen. So. Jetzt kriege ich aber, glaube ich, gar keine Hühner mehr, ne? Aber die Hühner haben, ganz ehrlich, für mich haben die Hühner nichts gebracht. Kein Ertrag. Also, ich werde mir jetzt nämlich noch ein Huhn kaufen. Schluss jetzt. So. Ganz kurz, schnell, 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 Tankstelle. Also die Hühner haben bisher nicht ein bisschen Ertrag gebracht. Da hätten wir anfangen können. Wir bauen jetzt den Brunnen. Schluss jetzt. Wenn es schon nicht regnet hier im Spiel, dann können wir nicht unsere Tiere jetzt alle verrecken lassen. Verdammt. Ich bin echt wütend gerade. Wie viel Zeit man verliert, nur mit dem Auto, weil das immer hin und her gurkt. Gucken, wie viel wir ausgeben müssen. 30, ganz sicher. 40 waren es ja. Er hat mir ja gerade erst getankt, also dürfte das da gar nicht so viel sein, ne? Okay. Kann ich eigentlich fahren auch mit dem Ding da dran? Wer weiß. Könnten wir mal testen. Aber wir müssen jetzt los. Wir müssen ganz schnell zu unserer Range. Mega anstrengend. Ich verliere so viel Zeit immer mit diesem ganzen Gehampel, mit diesen Fahrzeugen. Ah!
Ich meine Ruhm, mein letzter Hahn. Ich will doch, dass der überlebt. Bitte sei nicht tot, bitte sei nicht tot. Bitte, 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 bitte nicht. Noch lebt er, noch lebt er. Wie geht das nun? Oh Gott, wie geht das nun? Eimer? Weißt du? Ja. So, pass auf. Jetzt, es fängt an zu regnen. Ich werde irre, Leute. Trinkst du was? Trinkst du was? Bitte trink was. Mist. Okay. Meine Herren. Chaos. Echt mega Chaos. Pass auf, ich darf das, glaube ich, nicht im Regen stehen lassen. Ich habe da ein bisschen Angst. War ja auch logisch. So, wir stellen das jetzt in die Bude. Wie fahren wir eigentlich noch davon? 30. Da können wir eigentlich ganz gut noch was mit anfangen. Ärgerlich. Super ärgerlich. Ja. Aber jetzt haben wir den Brunnen. Gut, jetzt haben wir es eben gemacht. Wir haben zwar null Geld auf dem Konto. Jetzt müssen wir echt wieder. Wie geht's dir denn eigentlich? Kann man da noch was erkennen? Der trinkt aber nicht aus dem Wassereimer, ne? Verdammt. Okay. So. Wir machen nämlich jetzt Folgendes. Wir gehen nämlich jetzt wirklich doch mal jagen. Wir brauchen echt viel Geld jetzt. Ich wollte eigentlich ein bisschen Geld jetzt sammeln für eine Ziege. Nix für eine Ziege. Jetzt alles tot hier. Verdammt. Verdammt, verdammt. So. Ein Benzinkanister kann ich mal hier hinstellen, den brauche ich gerade nicht. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen jagen. Währenddessen wir Richtung Hütte fahren zu dem Laden von Rosie. Weit und breit keine Tiere. Aha. Auf einmal gibt es keine Tiere oder was? Genau wie mit dem Regen. Brauchst du den Regen? Gibt's keinen Regen. Brauchst du Tiere? Gibt's keine Tiere. Ich freue mich. Voll doof. Mann, ich wollte jagen. Nichts mit jagen heute. Ich gehe mal einen Huhn kaufen. Habe ich überhaupt noch Geld? Ich habe keine Ahnung, Leute. Soll ich mir überhaupt einen Huhn kaufen? Das Huhn kostet 50. Wie viel Geld habe ich noch? Nee. Wir brauchen den Sack Essen eher. Ach, Mann. Gut. Ich verkaufe wenigstens die Eier. Schade, Leute. Das merkt man. Ich werde richtig pleite gerade. Das war gerade der Super-GAU. Mit den Hühnern hätte jetzt gerade nicht passieren können. Sollen. Schade. Ich würde gerne jagen gehen und finde jetzt nicht ein Tier hier auf dieser Postfahrzeug.
Schon wieder nachladen. Nachladen. Gut. Ein Schuss nur. Gut. Oh, das tut mir mega leid, wie ich schon mal sage. Ich finde, ich bin da überhaupt nicht für. Aber wir brauchen gerade viel Geld. Echt, wir kommen ja gar nicht zu nichts mehr hier im Spiel. Unsere Tiere verrecken, weil es keinen Regen mehr gibt, weil ich kein Wasser habe. Die Zisternen sind leer. Oh. Ist hier noch eine? Jetzt kann mir mal jemand erklären, ich habe doch Wasser da gebracht. Warum ist der Hahn jetzt auch tot? Ach komm, ich hole mir keine Hühner mehr. Schluss jetzt. Haben wir so nichts gebracht. Ah! Mann! Hatte ich jetzt kein Wasser gehabt? Ich verstehe es nicht. Hatte ich oder hatte ich nicht? Hatte ich. Wollten sie das? Nö, wollte nicht. Blödes Vieh. Mann, zack, hier. Ich würde gerne auch mal einen Bären erlegen. Ein bisschen unfair ist es ja eigentlich auch nicht unfair im Spiel, sondern unfair, um zu zeigen, das Erlegen von Tieren, Fleisch zu sammeln, ist die lukrativste Sache, die man hier machen kann im Moment für den Staat. Weil die Kugeln kosten mich weniger als das Tier erledigen. Ich kriege 45 für das Fleisch und ich bezahle für 24 Kugeln, bezahle ich 40 Dollar. Warum? Schon nervig, ne? Wie kann man sich das eigentlich dieses Verschwimmheitseffekt wegmachen? Ist das das Blumeneffekt? Blumen ist das eigentlich doch gar nicht, oder? Da hinten lief was. Schade, ich habe mich eigentlich so gefreut über die Küken, die wir hatten. Und dann war. Hier war eins. Ich weiß, ich habe es eben gesehen. Weil vergammelt das vielleicht gerade? Ich will jetzt hoffen, dass es jetzt nicht vergammelt. Das ist ein Bär. Den machen wir jetzt auch. Der kostet bestimmt am meisten. Vor wie so ein Hunting Simulator jetzt hier. Ach je. Oh, die Sonne kommt raus.
Ich habe jetzt drei Schüsse abgegeben. Eins, zwei, drei Schüsse, glaube ich, waren es. Das war, achso, das war nur mal ganz kurz die Sonne oder was? Tankstelle, Range, laden. Kann man das Licht eigentlich auch immer anmachen im Fahrzeug? Ja, geht. Fand das eigentlich lustig mit den kleinen Hühnchen. Mann, mit meinen Puccinos. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ihr mal Licht anmacht? Wer hat denn das programmiert, das Spiel hier? Das muss doch. Das sind so minimalste Sachen, die müssen doch auffallen. Warum fahren die Leute im Dunkeln ohne Licht? Warum machen die Supermärkte ohne Licht? Alles. Warum? Ist doch keine große Akt, dass dies alles alleine angeht, oder? Stehe ich mal null. Das werden bestimmt 200 oder sowas sein jetzt. Hallo Rosie, sitzen wir im Dunkeln? Nee, 135 nur. Meine Maus ist weg, da ist sie. Und hat mich 250 gekostet. Mann! Dann lassen wir es eben sein mit den Tieren. Nehmen wir es eben ein paar Samen oder sowas. Samen habe ich noch gekauft gehabt. Wir haben aber trotzdem ein bisschen Geld. Jetzt könnten wir mal vielleicht mal gucken, was wir was anderes anbauen. Oh, es regnet draußen. Finde ich ja sehr, sehr interessant. So, Kohlköpfe sind ganz cool. Interessiert mich nicht mehr. Das Spiel hat mich jetzt aufgeregt. Hat es extra gemacht. Das hilft mich alles nicht. Alle meine Tiere gestorben, weil kein Regen. Jetzt kommt der Regen, weil es macht das Spiel sowas von extra. Ganz sicher. Um dem Spieler zu zeigen, wie schlimm es ist, wenn du den Tieren nicht das Bedürfnis gibst. Dass man aufpassen muss. Aufpassen musst. Ah, guck mal da vorne. Okay, wir gehen aber jetzt mal rein. Wir haben, glaube ich, die Sachen draußen vom Wagen und da liegen. Ich hab da so ein bisschen Angst, dass da was passiert. Liebe Entwickler, es regnet aus Eimern. Warum werden die Futternäpfe nicht gefüllt? Die Dings. Warum? Warum? Werden die nicht gefüllt mit Wasser? Erklärt mir das doch mal. Das ist doch total doof. Schlafen, schlafen mit E. Mann! Mann, 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 Mann! Guck mal, warum füllt sich das nicht mit Wasser? Seht ihr das? Warum? Mann! So schwer, ist das echt so schwer? Ist das so schwer? Der Eimer ist ja auch nicht gefüllt. So simple Sachen könnte man einfacher machen. Warum muss es so mega kompliziert sein?
habe ich den Pflanzen draußen. Warum wird der Eimer nicht vom Regen automatisch gefüllt? So, jetzt habe ich da einen schönen Hühnerstall. Der ist. Aber da kommt die Ziege mal kurz vom Eich. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir können erstmal hier ganz kurz die Kürbisse auch mal verkaufen. Nein, ich werde nicht nervös dabei. Leider tot die Pflanze. Glaube ich. Meine ich zumindest. Ich glaube, die ist tot, oder? Warum auch immer, weil die, glaube ich, zu lange kein Wasser bekommen hat. Ich glaube, ich hatte noch einmal Samen hier, oder? So. Nur den Eimer hier holen. Und nachgießen. Okay. So. Ich werde nachhinein nochmal, bevor wir, wenn ich offline bin oder wenn ich offline für euch bin, werde ich noch einmal ein paar Bäume hacken gehen. Kommt vor wie so ein Flipper, ey. Kennt ihr eigentlich noch diesen Flipper von damals? Oh, das habe ich da gerne dran gespielt. Das ist für mich die lukrativste. Was haben wir für die Eier bekommen immer? 36 oder so? 26? Für 6 Eier oder sowas? Also ganz wenig. Hallo, Rosie. Verkaufen. 50, guck mal. Also ich krieg 10 dafür. Für die Eier gab es, glaube ich, immer nur 6. Und da musst du nur hoffen, dass du mal einen bekommst. Oder hoffen, dass sich das Huhn nicht frisst. Wollte mal gucken gehen, ob ich vielleicht noch irgendwie einen Hirsch abschießen kann. Ich habe gerade da oben was laufen sehen, oder? Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr jagen gehen heute, aber ich freue mich auf das Jagdgewehr. Ich glaube, das haben die ganz gut gemacht. Die haben es extra so gemacht, dass man nicht so viele Tiere hat. Weil ich glaube, dass das Jagen einfach zu lukrativ ist. Da kommen die nächsten Kürbisse, sind gerade fertig geworden. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde jetzt ein bisschen Holz farmen, abfarmen. Da wieder da hinten. Und ja, wo ist es? Anders geht's ja nicht. Hier, genau hier wollen wir das jetzt. Gibt es da noch irgendwas, was ich abballern kann?
Dann let's Bäume fällen. Ach, es regnet wieder. Wenn ich Regen brauche, kommt kein Regen. Ich werde verrückt, Leute. Bis denn und tschüss.